Warum ist hier eigentlich Arbeiten so toll, beziehungsweise warum kann ich die Ausbildung wärmstens empfehlen? Ja, bei uns liegt wirklich der Mensch im Fokus. Man macht sich im Vorfeld immer so viel Gedanken, weißt du? Dann kommt es überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Soll ich jetzt einfach ein bisschen was zur Ausbildung erzählen? Okay, ja, also mein Name ist Sandra Nebel. Ich bin seit mittlerweile 14 Jahren Ausbilderin bei der Vererbungsgrottel Inn. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe nach meinem Abitur ein Studium der BWL und dann hat es mich doch wieder in die Region zurückverschlagen. Ja, jetzt bin ich doch schon über 14 Jahre hier, also ich glaube, das sagt doch einiges aus. Warum kann ich die Ausbildung hier wärmstens empfehlen? Also wir schauen natürlich, dass der Mensch hier im Fokus steht. Ich versuche natürlich, die Auszubildenden möglichst wohnortnah einzuteilen. Aber mir ist natürlich als Menschliche sehr wichtig. Das heißt, wie harmonieren die Leute untereinander? Die ersten Monate ist man einfach mal in der Geschäftsstelle, dass man so ein bisschen reinwächst in das Ganze, dass man einfach mal ja, mit den Kunden klarkommt, die Kollegen kennenlernt, die ganzen Abläufe. Dann durchläuft man ganz verschiedene Bereiche, angefangen vom Zahlungsverkehr, Kreditabteilung, Marketing. Ja, wichtig ist einfach, dass man viele verschiedene Bereiche kennenlernt, mit dem Ziel natürlich, danach sagen zu können, was macht mir Spaß, was liegt mir, wie könnte ich mir meine berufliche Zukunft vorstellen. Denn jeder soll natürlich nach seinen Stärken und Talenten zukünftig eingesetzt werden. Also das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Denn nur wenn man das macht, was einem am Herzen liegt, hat man wirklich auch Spaß und Freude daran und geht jeden Tag gerne in die Arbeit. Also ich finde es sehr faires Miteinander, man arbeitet wirklich gern hier, weil ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten Punkte, was ich ja unseren Auszubildenden vermitteln will. Man muss Spaß an der Arbeit haben, dass man natürlich auch gute Leistung bringt. Und das ist eigentlich so unser vorrangiges Ziel. Was uns ganz, ganz wichtig ist, dass unsere Auszubildenden eine große Gruppe werden, eine gute Gemeinschaft bilden. Und deswegen nehmen wir auch nur so viele Auszubildende, wie wir dann auch übernehmen können.